Herzlich willkommen am 27.12.2011. Noch haben wir 2011 und noch sind wir bei diesem Atari-Special. Wie ich schon angekündigt habe, da ist es. Keystone Capers. Wir sind dieser lustige Bobby. Und rennen gerade in einen Ball. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß, wir müssen den Dieb schnappen, der gerade nach oben geht. Wir nehmen natürlich den Lift. Weil, ne, das könnt ihr von so einem englischen Polizisten auch erwarten. Ist ja nur kein amerikanischer Korb. So, geht ja mit nach oben. Gut, können wir dann auch nach oben. Oder geht er dann wieder automatisch runter? Ihr seht diesen Screen da unten. Der hilft euch ein bisschen. Wie wir sehen, sind wir deutlich schneller. Da ist der Delinquent. Ach, da geht's dann da runter. Dann geht's nur, beziehungsweise Quatsch, runter, da geht's nur nach oben. Also super. Bleiben Sie stehen! Ich sehe Sie zwar nicht, weil Sie sind auf einer ganz anderen Etage, aber bleiben Sie stehen! Polizei und so! Zeigen Sie mal Respekt! Hey, mir macht der Job auch keinen Spaß! Vielleicht geht der Lift auf der anderen Seite nach unten. Aber dann wird er da höchstwahrscheinlich nicht hinrennen, oder? Oder was meint ihr? Ja, tatsächlich. Gut, merkt euch, die Rolltreppen gehen nur nach oben. So, wir haben genau, da seht ihr übrigens die Zeit. Wir haben auch nur eine gewisse Zeit, den Delinquenten zu fassen. Jetzt haben wir auch noch, ja gut, es sind, glaube ich, nicht ganz Sekunden. Aber wir haben jetzt einen Countdown, jetzt ist er auch ganz unten, na super. So, ihr geht mit hoch in den Lift und mit runter geht er aus dem Lift raus. Jetzt müssen wir so lange ganz unten. Das wäre ja passend. Wenn ich den wieder mal rauskomme. Hallo. Ja, toll. Toll. Gefiel dem kleinen netten Sergeant anscheinend die Liftmusik. Na, ich freue mich. Das Prinzip dieses Games ist wieder super simpel, super einfach und deswegen auch super genial. Das ist auch so ein Titel, der mir damals viel Spaß gemacht hat. Der vollkommen simpel ist, also Räuber und Gendarm als Videospiel. Viele würden sagen, das ist Counter-Strike, aber das sah halt damals so aus. Ihr könnt nur so ein paar Gegenstände einsammeln. Ich weiß nicht, ob es Diebesgut ist. Sagen wir das einfach mal. Ich sehe dich! Ich sehe dich! Und ich krieg dich. So, jetzt kann ich auch nicht nach oben. Jetzt sind wir schon mal auf der gleichen Etage. Haha, ich kriege dich. Ich kriege dich. Und wie man sieht, gibt es ein paar Sachen, ein paar Fallen, die uns in den Weg gelegt werden. So, da haben wir ihn. So, wo ist er wieder? Startet grundsätzlich in der Mitte. Diese komischen Basketballbälle. Ach, das sind Radios. Genau, unser Supercop. Unser Cole Phelps, der Antike. Ja, hat anscheinend ein Problem mit Musik. Ja, wer Batman kennt, der weiß, der mag ja auch kein Rock'n'Roll. Und keine Bienen und so, ne? So, das heißt, der ist jetzt nach oben gegangen. Könnte ich doch eigentlich theoretisch, weil ich bin ja schlau, weil ich weiß, dass die Rolltreppe nach oben geht, ihn so fangen. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Aua. Das war aber ein harter Sound. Hä? Wieso kann der denn nach unten? Ich fährt doch nur nach oben. Cheaten! Hören Sie mal zu! Also es ist ein Punkt hier, das Kaufhaus leer zu räumen. Also es soll ein Kaufhaus da sein. Also eine richtig klassisch amerikanische Mall. Deswegen haben wir auch einen englischen Cop. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das Harrods oder so in London. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habt ihr gesehen, ich kann nur nach oben. Der Delinquent kann auch nach unten. Das ist ein Skandal. Das ist Cheaten am Arbeitsplatz. So, ich krieg dich. Ich krieg dich, mein Freund. Wir haben noch 8 Sekunden. Wenn du weißt, was die Polizei in 8 Sekunden alles bewegen kann. 3 Formblätter ausfüllen und 7 Falschparker finden, richtig. Und das Ordnungsamt kontaktieren. Das gibt's doch gar nicht. Das Mobbing. So. Nächster Versuch. Ich entwickle eine Phobie gegen Rolltreppen. So.
machen es jetzt so, wir wissen ja, dass die nach oben führen. Also gehen wir einfach in die mittlere Etage. Ist, glaube ich, irgendwie das Logischste, ne? So, in der Zeit, wo wir jetzt hier auf den Lift warten und uns wahrscheinlich Rick Astley oder den... Ja gut, so lange kann es ja nicht zurück sein, weil immerhin gibt es hier schon Kaufhäuser und Rolltreppen. Also sind wir nicht knapp hinter der industriellen Revolution oder so. Das kann nicht passen. River ist ein ganz lustiger Titel. So, wir haben ihn. Den ich auch nur empfehlen kann, der auch viel Spaß macht. Vor allen Dingen, es passiert auch ein bisschen was an. Ja, passiert auch mal ein bisschen was anderes. Ich guck mal gerade. Ach, da ist der... Dieser komische Einkaufswagen, genau, der ist auch richtig geil. Es gibt da noch irgendwie so, wenn ich das noch richtig weiß, so fernlenkbare Hubschrauber und sowas. Das sind lustige Sachen. Ich glaube, es gab nicht viele. Ich glaube, nach Stage 5 oder 6, dann wird es halt nur ein bisschen schneller. Aber trotzdem, so, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben Sichtkontakt. Geben Sie auf, junger Mann, geben Sie auf! Die Freundin in grün oder jetzt in blau. Denen kommen Sie nicht. So, da, genau, da ist der Flieger, genau. Wir können uns nämlich auch ducken, hat man das jetzt auch mal gesehen. Also es hält euch nur auf, ne, es ist jetzt nicht so, es geht dabei nicht drauf, glaube ich. Ja, genau, sondern dementsprechend, man bekommt einfach eine Menge Zeit abgezogen. Aber das ist ja dann doch schon ärgerlich. Liebe Freunde, ich möchte in den Lift. Lassen Sie mich durch, ich bin Polizist! Das klappt nur bei Ärzten. Mist, ich weiß. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und alles, was dazugehört, um mal gleich das ein bisschen abzuklären, wo wir sowieso hier auch so einen interessanten Lift warten. So, ich mach's jetzt so. Wir haben es ja gleich eh durch. Also ihr könnt dann auch mal sagen, wo wir jetzt gerade hier so ein bisschen sowieso ein bisschen Zeit haben, wie ihr so eine Serie findet, ob man sowas mal ein bisschen noch weiter ausbauen kann, noch ein bisschen was erzählen kann, weil ich denke, ich finde immer Bilder ein bisschen interessanter oder beziehungsweise sogar Videos interessanter, als wenn man jetzt einfach ein bisschen das in Text macht. Ach, jetzt ist der ganz oben. Sag mal. Willst du die Aussicht genießen? Übergib dich an die Exekutive. Das kann ja nicht wahr sein. Aua, das war doof. Gut. Jetzt wisst ihr auch, warum ich kein Fan bin von diesen ganzen Themenradioschwatzen. Da geht man bei drauf. So. Na gut. Das war ja gekonnt. Das war ja wieder gekonnt. Lalalala. Ja, richtig. Jetzt kann ich einkaufen fahren. Den Einkaufswagen habe ich ja schon. Jetzt geht das eigentlich ohne einen Euro? Ja, wahrscheinlich, ne? Wäre ja wahrscheinlich so eher nur ein Pfund oder 50 Pence oder so. So. Komm, raus da. Raus da. So. Wir sehen dich. Und das, was wir sehen, können wir auch erwischen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den noch kriegen. Und sonst habt ihr sozusagen alles Wichtige von diesem Titel gesehen. Ich fand den damals immer klasse, ganz witzig. Ist sowieso damals aus dieser sehr kreativen Schmiede von Activision auch entstanden. Da gibt es sowieso eine Menge Titel, die sehr interessant sind und die man eigentlich kennen muss. So, da ist er da oben. Was wird ein spannender Endlauf. Wachtmeister Krause jagt. Man kann das eigentlich noch toppen, wenn man jetzt die Benny Hill Musik drunter legt, ne? Ich glaube, dann haben wir jeden Gag. So, wollen wir mal gucken, ob wir den da auch noch finden. Ihr seht, der wird dann auch mal ein bisschen schneller. Die Gegenstände werden schneller, die Bälle springen unkontrollierter. Nein, er ist jetzt richtig fix geworden. Er macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Also,
jeder, der mal irgendwie GTA oder so gespielt hat, der weiß, machst du Mist und hast 5 Sterne oder mehr, dann solltest du mal ganz schnell stiften gehen. Und nicht darauf hoffen, dass der liebe Polizist gerade am Pizza Hut ist oder sich gerade einen Donut reinschiebt. Da kann man mal böse auf die Schnauze fallen mit der Theorie. Lalalala, und wieder raus. Ha, seh dich. Ah, scheiß Rockmusik. Das bringt mich auf die Idee mit diesem legendären Bericht des Kölner Senders zu Gamescom. Ne? Wir könnten jetzt hier einen Insider-Witz machen, da sind sie wieder, die Spacken vom Wacken, aber da ich ja selber dieser Musikgattung nicht ganz so feindlich gesonnen bin, sondern ganz im Gegenteil, wäre das jetzt nicht so unbedingt pfiffig. Mal gucken, was sich übrigens nächstes Jahr einfallen lassen, wo wir da dabei sind. Kann man vielleicht auch mal machen. Ich werde auch mit Sicherheit mal einen lustigen Gag machen. So als kleinen Jahresrückblick am 1. werde ich mal gucken, ob man noch irgendwie ein Special-Video macht. Und dann kann man das aufpacken. Also das ist schon ein ganz großes Highlight. Die x-tausend Gamer an Multimedien-Dollar-Konzern so in den Allerwertesten getreten haben. Und das können wir nächstes Jahr, glaube ich, wieder machen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wir es machen kriegen. Das war ganz witzig. Musste ich mich lachen. Das habe ich sozusagen direkt live mitkriegen können und konnte dann sozusagen auch mittags schon die Sachen auch alle selber weitergeben und die Leute informieren und da was tun. Das hat ganz gut funktioniert. Also da hat man mal gesehen, wenn eine Gemeinschaft zusammenarbeitet, dann schafft das nicht mal ein riesengroßer Weltkonzern. Kann man sich auch vielleicht mal für andere Gelegenheiten mal merken. So, wir gucken mal wieder, um mal wieder bei dem Spiel zu bleiben. Oh, geil, 2 Radios. Sind die überhaupt angemeldet? Na, fällt mir ein, hier GEZ und so. Um mal vorkommen vom Thema abzuhören. Oder GEMA. Ich weiß ja nicht, was die für Musik da spielen. Aber wahrscheinlich, wenn es so sowieso Kaufhausmusik ist, dann spielen sie wahrscheinlich jetzt passend, mein Gott, ist Weihnachten vorbei, aber wahrscheinlich zum 100. Mal White Christmas, was ich glaube, niemand auf diesem Planeten. Ich meine, erzähle ich White Christmas. Ja doch, den Unsinn von Amen. Den Unsinn von George Michael und seinem Partner, meine ich genau. Oh, jetzt wird er richtig schnell. Geh rein. Jetzt mutiert es langsam zu CSI. CSI London. Ich zieh die Sonnenbrille runter und die Musik startet. Ey, wir haben den Mörder. Woher weißt du das? Er hat einen Fingernagel verloren. Er ist 2,5 Meter, hat blonde Haare und spielt Golf. So, was haben wir auch noch? Am Morgen haben wir einen Lauf. Na, dann spielen wir das doch durch. Ah, na, jetzt wird's aber schon. Boah, jetzt geht's aber rund hier. Schnell rein da. So, das Prinzip, ihr habt das gesehen, das haben wir jetzt gelernt. Das ist, glaube ich, wenn man was als... Aua. Ach, der killt. Das Flugzeug killt. Merkt euch das. Das ist ganz bescheuert. Ich wusste, da war irgendwas. Dass es irgendwelche Gegenstände gibt, wo es sofort zum Instant-Kill geführt hat. Oh, das war richtig ultra dämlich. So, das sieht nicht gut aus. Also merke, nicht ins Flugzeug. Und was ich eigentlich sagen wollte zur Strategie. Also wir haben jetzt eine Strategie entwickelt. Ich denke, die ist ganz vernünftig. Ne? Das heißt, man geht auf die mittlere Etage und rennt ihm dann einfach über eine Rolltreppe hinterher. Aber wie wir sehen, haben wir ein Zeitproblem. Oder sollen wir einfach mal gucken, was passiert, wenn wir ganz nach oben gehen. Dann rennt er eigentlich weg. Gucken, ob das passt. Ja, das könnte passen. Hahaha, das war fast sowas wie Skill. Oh Gott, 3 Sekunden. Das wird spannend. Hat das noch gepasst? Mein Gott. Ja gut, das wird nicht mehr passen.
27 Zeiteinheiten noch. Weil irgendwie Sekunden wird es ja wohl nicht sein. Haben wir noch. So. Na komm, kommen wir da raus, mein Freund. So. Der Angriff der Killer-Einkaufswagen. So, wir können ja mal ein bisschen wieder... Na, schaffen wir das tatsächlich noch? Ah, 4 Sekunden. Das sieht... könnte... Wir haben ihn. Unglaublich. Ach, dann werden, fangen wir auch mal weiter an. Ah. Aua, 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 aua. Das tut weh. Ihr seht, dann fängt man auch immer weiter von der Mitte an. Das wusste ich auch nicht mehr. So, dann machen wir da unsere alte... Ich habe einfach die Reaktionen eines Blocks aus Minecraft. So, haben wir auch Minecraft mal erwähnt. Und ja, ich lasse mir da mal was einfallen. Bevor ihr alle da rumnölt und rumjudelt. Macht doch Minecraft! Macht doch Minecraft! Ich lasse mir da was einfallen. Das Test-Recording habe ich schon gemacht. So. Damit ihr jetzt noch mehr Angst habt. So, das schaffen wir aber garantiert nicht mehr. Ja, das war's. Ja, das ist Keystone Capers. Ein toller Titel. Etwas, was ich auch selber im Schrank habe. Kann ich nur empfehlen. Ist eigentlich ein toller Titel. Ein wirklich starkes Game. Spielt's einfach mal. Ich glaube, es gibt's auch irgendwo bei Activision Anthology irgendwelchen Collections auf PS2 und so. Muss man mal gehabt haben. Ist ganz nett, ihr seht selber. Das ist mal so ein Game, was man mal so rauskramt für 10, 20 Minuten. Und ist ganz lustig. Also für Highscore-Jäger, wer noch sowas überhaupt kennt, dann ist das sehr interessant. So, wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Game. Und dann kommt ein Game, was ihr sicherlich schon alle erwartet. Nee, das ist es nicht. Es kommt ein anderes. Bis morgen. Tschüss, tschüss.